Dann würde ich sagen, würde ich da. Die Kupfermünze nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Russischer Akzent ist toll. Nee, tragen will ich den nicht. Kann ich den hier noch ausräubern? Auch nicht. Okay. Dann geht's den Gang weiter. Da muss auch mein Klempner daran. Das schimmelt doch auf Dauer. Ein Buch. Da geht's bestimmt runter zu den Gemächern des Folterheinis. Und da dürft's wieder auf den... Geht's nicht auf den Flur. Sondern aufs Klo. Naja. Muss ja auch mal sein. Dann geht's hier aber auf den Flur. Nee, aber irgendwie sieht das hier aus, als wenn es hier wertvolle Dinge gäbe. Und wir wollen erstmal zum Foltermeister. Ah, Gemächer des Foltermeisters. Da ist er ja. So, den, da machen wir keine Gnade und keine Gefangenen. Der wird so ungenietet. Würde ich sagen. Allerdings, sein Hund wird betreut. Ja. So, Schnauze, Arschloch. Junge, Junge, der kann ja richtig was ab. Aber eben nicht genug. So. Nö, tragen brauchen wir den nicht. Aber der hat da doch gerade jemanden gefoltert. Da würde ich sagen, ja, da kommt wohl jede Hilfe zu spät. Das tut mir ein bisschen leid, mein Freund. Wieso hat er den denn noch gefoltert? So ein Blödsinn. Oh, liebster, liebster, unten im Keller, es ist so düster. Warum kommst du nicht zu mir? Wärst du hier, würden sie schreien, nicht wahr? Komm mich noch einmal besuchen, dann gebe ich dir ein neues Geschenk, geschnitzt und glänzend. Zwar bist du kein Meister der Konversation, doch ich liebe es, dir bei deiner Arbeit zuzusehen. Komm wieder und ich erzähle dir Geschichten, solche Geschichten. Deine liebste Lumpengräfin. Ach so. Okay, also die Lumpengräfin hatte was hier mit dem Foltermeister. Naja, die steht auf komische Typen. Hier bist du nun, Corvo, inmitten der hohen Festung deines Feindes. Was für ein beeindruckendes Bild du auf deinem Weg zum Lordregenten abgibst. Wie wirst du seine Herrschaft beenden? Mit Blut oder mit der Wahrheit? Es ist nicht einfach, zu ihm zu gelangen. Wenn die Kaiserin so gut bewacht gewesen wäre, wie anders würde die Lage heute sein? Ist es nur Rache, die du suchst, oder hast du noch einen anderen Plan? Willst du Wiederherstellung, Gerechtigkeit und die Krönung einer neuen Kaiserin? Oder wirst du alle ins große Nichts reißen? Wie auch immer, ich erwarte ein großes Spektakel. Ich auch. Ja. Also dieser Outsider-Typ, der ist mir ja immer noch ein bisschen so ein Rätsel. Ich weiß nicht, was der eigentlich überhaupt so zu sagen hat. Ich meine, ich habe das Spiel, wie gesagt, schon mal durchgespielt, aber... Ja, das ist mir irgendwie auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen. So, Beweglichkeit, Schattenangriff. Windstoß. Teleportieren habe ich schon 2. Beherrschung. Übernahme anderer Menschen. Das ist natürlich nett. Aber das kostet 5 Runden und ich habe erst 2. Also kurzum, ich kann eigentlich nichts machen außer Nachtsicht. Und die will ich nicht. Also warten wir ab. Und gehen mal hier jetzt einfach mal stumpf durch die Tür durch. Oh. Ups. Hoffentlich nehme ich jetzt auch den Kopf mit, wenn ich ihn trage. Natürlich nicht. Sieht doch doof aus. Ach. So, auf
Klo mit dir. Ach, das ist ja doof gelaufen jetzt. Sieht nach einem Herumtreiber aus. Ich muss unbedingt jetzt andere Pfeile nehmen, weil... Ich werde dich finden. Ja, das ist meine Befürchtung. Aber komm mal ruhig. Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Ich werde dich finden und dich für deine Verfehlungen bestrafen. Ach, keine... Jetzt habe ich für nichts mehr Moon hier. Ach. Überall nachsehen. Was gesehen? Wenn ich dich finde... Umzingel dich! Ja. Hilf mir doch jemand! Haltet ihn im Auge! Ich weiß, dass du hier bist. Da bist du! Jetzt brauchen wir Männer! Ich glaube, das war alles in allem jetzt nicht so gut. Ach, blöder Hund. Ja, dann liegen sie wenigstens gleich an der richtigen Stelle, hä? Das, war doof. Aber scheinbar hat sich die Lage beruhigt und wir sind die Gegner los. Nein, wie praktisch. War also eigentlich doch ganz gut. Dann kann ich das auch mal mitnehmen hier. Das kaiserliche Ei. Fragt sich nur, ob es das linke oder das rechte ist. Außerdem, wir stellten sowas aus. Ist ja ekelhaft. Bäh. Die Insel Tyvia ist eine schöne Insel. Mehr stand da eigentlich wirklich nicht drinne. Nehmen wir mit. Oh. Gar nicht gut. Das ist so ein blöder Musik-Typ. Ach, so scheiße. Ja, dann komm doch her. Alles irgendwie nicht so richtig geil jetzt hier gerade. Ich werde dir die Eingeweide. Nee, du wirst mir gar nichts rausreißen, Kerl. Verfütter dich doch selber. So, hat sich ausmusiziert, mein Freund. Ja, das lesen wir auch nochmal kurz durch. Okay. Und das auch. Ja. So, jetzt dürfte hier aber endlich mal Ruhe eingekehrt sein, hoffe ich. So, wo ist jetzt diese Sendezentrale? Der Richtung. Von da hinten kommen wir. War da noch eine Tür? Da war noch eine Tür. Schauen wir uns hier nochmal gerade um. Okay, das ist der Gang. Das nehmen wir... Na, die Granaten wieder mal nicht. Ja. Aufsehergang? Gesang, meine ich.
Ja, gleich mal in die Notizen schauen. So. Das ist alles schön. Mana brauchen wir nicht. Puh, das war eben ganz schön knapp, Freunde. Mein lieber Herr Gesangsverein. Achso, das war die Tür, ja. Okay, dann kommen wir ja eigentlich nur hier vorne wieder raus. Beziehungsweise hier ist auch noch eine Tür. Mache ich mal einfach ganz positiv überraschend auf. Aber sinnvolle Dinge gibt es hier nicht, außer ich kann den Kopf da abmachen. Was geht denn jetzt ab? Ich wollte doch nicht jetzt Feuer. So, was Blödes. Ja, dann will ich mal eben ganz kurz gucken, was bei den Notizen da Neues war. Kräfte? Ja, ja. Komm, blablabla. Okay. Bücher. Aufsehergesang. Ja gut, das ist aber auch nur alles... Also nichts Missionsentscheidendes. So. Dann... Das hier ist der... Ah genau, das ist der Vorraum. Okay, dann kommt man hier auf den Gang. Wo wir auch schon mal waren. Ja, du komm doch mal her zu mir, mein Freund. Hallo. Na? Wie ist es? Alles easy in Rebisi? Ja, Alter. Ups. Genau, und das ist nämlich die Tür, wo wir eben das Ding für uns umgeschaltet haben. Sehr gut. Dann will ich nochmal ganz kurz da unten gucken. Da war doch so ein Fernseher oder irgendwas. Hier. Du. Ich wusste, dass du es auf mich abgesehen hast, Attentäter. Aber deine Mühen waren vergeblich. Meine Männer sind gut ausgebildet. Und der Dunwall Tower ist das am besten befestigte Gebäude der Stadt. Wachen sind auf dem Weg, um dich abzufangen. Also flieh oder kämpfe. Doch egal wie. Du wirst diesen Ort nicht lebend verlassen. Das hätte ich mich... Maske aufbehalten. Oder soll er mich sehen? Ich glaube, ich werde die aufbehalten. Die ist ja nicht umsonst zur Tarnung da. Jetzt muss ich hier aber weg. Weil, da, deswegen. So, komm her, mein Freund. Ja, ich bin doch gar nicht so versteckt. Komm einfach, hier. Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Ja. Da bist du ja. So. Und da warst du. Und das war's schon? Naja, das waren ja richtig viele Wachen. Gut. Zur Sendezentrale. Wo ging's denn da jetzt gleich wieder lang? Da ist die. Jo, dann gehen wir mal hier durch die Tür. Frisch, fromm, fröhlich, frei durch. Und stellen fest, dass, naja, immerhin ein bisschen Lebensenergie. Aber sonst scheint es hier nicht so viel zu geben. Wie kommen wir denn da oben jetzt hin? Ach, da hinten ist auch noch eine Tür. Sehr gut. Dann nehmen wir die doch einfach mal. Ach, ich hasse solche Treppenhäuser. Naja, oh. Ah, nee, Ratten. Ja genau, verzieht euch. Da werde ich nochmal kurz wieder mal alles auf meine Bedürfnisse umbauen. Ah ja, und das hat sich auch schon bezahlt gemacht. Ah, hier ist die Sendezentrale. Okay. Ja. Da ging es aber noch höher. Ah, da oben ist der Propagandaoffizier. Muss ich den jetzt umnieten? Ich will gar nicht so viele Leute töten eigentlich immer.
Ah, sprich mit dem Propagandaoffizier. Ja, dann rede ich mal erstmal mit dem. In Dunwall wurde eine Walölausgabesperre erlassen. Jeder Bürger ist dazu aufgerufen, etwaige Walölvorräte sofort zur Stadtwache zu bringen. Auf das Verbrennen von Walöl steht eine Freiheitsstrafe. Diese Nachricht ist eine Anordnung des Lordregenten persönlich. Ihr müsst, bitte, tun Sie mir nichts. Sie wollen den Lordregenten töten, nicht wahr? Verschonen Sie mich. Ich helfe Ihnen, ihn zu besiegen. Er macht Aufzeichnungen mit dem Audiographen. Geheimnisse, die sein Ende wären, würden andere sie hören. Über die Sendeanlage abgespielt wären seine Geständnisse in der ganzen Stadt zu hören und er wäre ruiniert. Die Audiographkarte, die Sie brauchen, ist in einem Safe im Zimmer des Lordregenten. Aber ich konnte über seine Schulter schauen und mir die Kombination merken. 935. Vertrauen Sie mir. Die Aufnahmen auf dieser Karte werden ihn erledigen. Viel Erfolg. Okay, danke. Das mache ich. Dann lasse ich dich ja sogar leben. So, Jedermannsorden. Gibt es hier sonst irgendwas zu kriegen? Not really. Da muss ich es dann wohl genau. Da muss ich das dann reinpacken. Gut, dann gehen wir wieder runter. Und durch diesen Gang, der da so auf halber Höhe war. Denn... Ah ja, genau. Ja, genau. Dann kommt man nämlich hier auf die andere Seite. Dann nehme ich nochmal kurz wieder das Herz zur Hand, weil... Ah ja. 21 Meter. Da ist der... ich bin hier... Oh. Oh, Moment. Hier bin ich ja schon ziemlich nah am... am Lordregenten-Fuzzi. Oh Mann, ey. Und das ganz ohne Munition. Ich freue mich. Ach, ich guck da mal das Schlüsselloch. Okay. Ersten Blick. Das sind also die Gemächer von ihm. Was hat er gesagt? 935. Oh. Mit F. So. 935. Sehr gut. Das nehmen wir mit. Kaiserliche, wir hatten eine Abmachung und ich hatte bereits weiterführende Pläne gemacht. Der kaiserliche Schutzherr war kein Teil der Abmachung. Sie haben mir versichert, dass sie dass Sie und das Mädchen allein sein würden. Hiermit erhöhe ich den Preis für unser Unternehmen. Deponieren Sie das zusätzliche Geld im anderen Totenbriefkasten. Ansonsten komme ich persönlich vorbei, um es uns zu holen. Okay, also waren wir eigentlich gar nicht unbedingt das Ziel der ganzen Aktion, oder wie verstehe ich das? Das ist ja nochmal ganz interessant. Denn, bis jetzt dachte ich ja immer, die wollten eigentlich hauptsächlich uns eins auswischen, um uns aus dem Weg zu schaffen, damit die... halt den Thron übernehmen können. Die Erklärung ist ganz einfach. Es war nicht mein Fehler. Mein Plan zur Ausmerzung der Armen hätte uns von diesen Schmarotzern befreit, die ihre Tage in Schmutz und Sucht verbringen, obdachlosen, ohne Arbeit, um Geld bettelnd, für das unser Waffen zu legen muss. Das ist hoch. Und der Plan war einfach. Es ist vorbei, die Infizierten warten vom pandesianischen Kontinent zu holen, wenn ihr mich nur und sie auf die Arme bitte euch loszulassen. Sie haben der Plan funktionierte ausgezeichnet. Anfangs bereitet ihn für den Marschmarkt vor. Ja, ein Eigenleben. Versteckten sich vor den Rattenfängern und vermehrten sich alarmierend schnell. Bald spielte der Stand keine Rolle mehr. Alle wurden krank und dann begannen die Leute Fragen zu stellen. Die Kaiserin beauftragte mich herauszufinden, ob eine fremde Macht hinter der Rattenplage steckt. Wer wüsste, was die Wahrheit würde herauskommen. So, jetzt hat er auch mal genug gequatscht. Warum meldet er sich dann nicht? So, okay, dann haben wir mal wieder was nicht tödlich abgeschlossen. Das finde ich sehr gut. Auch wenn man es mir nicht glauben mag. Aber das finde ich tatsächlich sehr gut. Oh, hübsch. Denn wie gesagt, eigentlich möchte ich gar nicht so viele Leute unbedingt immer umbringen. Nur leider bin ich oft zu doof, das ohne die Leute umzubringen zu schaffen. Aber den haben wir jetzt leben lassen, auch wenn der es eigentlich am wenigsten verdient hatte.
Wenn nur jeder die Befehle befolgt. Und jetzt sollen wir eigentlich nur noch entkommen. Was wahrscheinlich schwierig genug sein wird. Hier ist so ein kleiner Balkon. Und es gab noch ein Knochenartefakt, wenn mich nicht alles täuscht. Das müsste eigentlich hier irgendwo hinter sein. Gehen wir einfach mal stumpf durch. Ich nehme nochmal das Herz in die Hand. Dort ist es. Was haben wir hier? Oh, General Tobias Gemächer. Hätte man natürlich jetzt auch eine Menge lesen können. Was wäre... Ah, sehr gut. Wer überhaupt General Tobias jetzt ist und was der damit zu tun hat. Aber, naja, wie gesagt, das mit dem Lesen ist immer... Ja, es kostet doch schon sehr, sehr viel Zeit. Mal gucken, vielleicht, ja, hinterher nochmal alles durchlesen oder... Ne, ich weiß es auch noch nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall im Moment ist das Lesen ein bisschen Gameflow störend. Ach, das ist dieser Raum. Ah, ja, alles klar. Gut. Dann haben wir da vorne das Knochenartefakt.